Hallo ihr Lieben, willkommen zum nächsten Teil meiner kleinen Reihe zum Buch Überzeugen. Nachdem wir jetzt glücklich die Kapitel über Xenophon abgeschlossen haben, werden wir uns jetzt als nächstes dem antiken Rhetoriklehrer Isokrates zuwenden. Vielleicht noch ein paar Worte zum letzten Video. Dort ist ja was passiert, was etwas ganz anderes war, als was ich angekündigt hatte und was ich wollte. Ich wollte mich eigentlich beruhigen und habe mich dann in diesem Video mehr aufgeregt als in allen anderen zuvor. Also habe noch viel heftiger vom Leder gezogen. Das tut mir alles schrecklich leid, ist aber nicht zu vermeiden. Also ich entschuldige mich bei allen, die ich dort beleidigt habe. Das ist einfach, weil dieses Denken für mich mittlerweile unerträglich ist. Und das passiert dann halt. Also bei Isokrates bin ich guter Hoffnung und es ist ein ganz merkwürdiger Grund, warum ich guter Hoffnung bin. Und dieser Grund besteht möglicherweise tatsächlich in ein paar Jahren Unterschied. Was ist der Unterschied? Wir haben das bereits bei Aischylos, den wir auch in dieser Reihe besprochen haben, weil ihn Reckermann in diesem Buch bespricht, als Zeugen für eine Position, die er nennt, die rhetorisch fundierte Polisethik. Da nimmt er eben auch den Dramatiker Aischylos als Zeugen. Und Aischylos ist groß geworden in der Zeit, in der die kleisthenischen Reformen stattgefunden haben. Also er hat sie in seiner Jugend miterlebt. Das hat vermutlich sein Leben extrem geprägt, weil es waren sehr, sehr einschneidende Reformen in der Polis Athen. Und die Menschen, die wir jetzt hier besprechen, also Xenophon und Isokrates, sind deutlich älter, also beziehungsweise aus unserer Sicht jünger, also später Geborene. Und auch zwischen diesen beiden besteht ein paar Jahre Unterschied. Die Forschung ist sich da nicht ganz sicher, aber bei Isokrates lesen wir, dass er 436 vor Christus geboren ist. Bei Xenophon lesen wir, dass er zwischen 430 und 425 vor Christus geboren ist, also irgendwo dazwischen. Also mindestens 6 Jahre jünger, wenn nicht vielleicht sogar 11 Jahre jünger. Und warum ist das so ein großer Unterschied? Das hat zu tun mit einem wirklich prägenden Ereignis in der Geschichte, damals für die damalige Zeit und meines Erachtens bis auf den heutigen Tag, auch wenn das wenigen bewusst ist. Und das ist der Peloponnesische Krieg. Der Peloponnesische Krieg begann nämlich 431 vor Christus. Das bedeutet, kurz gesagt, Isokrates hatte noch ein paar schöne Jahre in seiner Kindheit, weil am Anfang war das Kriegsglück eher Athen hold, also am Anfang war man noch oben auf, dann gab es eine große Seuche und viele andere Ereignisse, aber sozusagen Isokrates hat noch die Ausläufer, die prägenden Ausläufer des Athens in seiner demokratischen Hochzeit mitgenommen im sogenannten perikleischen Zeitalter. Xenophon hat das nicht mehr, weil er eben ein paar Jahre jünger ist, eben wie wir gehört haben, irgendwas zwischen 6 und 11 Jahren jünger. Und wer das auch nicht hat, ist ein weiterer Sokrates-Schüler, nämlich Platon. Platon ist noch 2, 3 Jahre jünger als Xenophon. Und meines Erachtens, obwohl das so wie Kinkerlitzchen scheinen kann, gerade mit dem großen historischen Abstand, den wir heute da zu dieser Zeit haben, glaube ich, dass das entscheidende Jahre waren. Wir sehen das eben auch in Aischylos sehr deutlich, der eben zur Zeit der kleisthenischen Reformen, also als man großes, ich würde sagen sogar größtes demokratisches Bewusstsein hatte, geboren ist. Und die später Geborenen haben, obwohl sie in dieser Demokratie teilweise groß geworden sind, ein geringeres demokratisches Bewusstsein, teilweise weil bestimmte Dinge schon so selbstverständlich waren und man keinen Abstand zu ihnen hatte und man dann aber eben diesen Verfall der Polis Athen und der Demokratie erlebt hat. Und das haben eben Xenophon und Platon mehr als Isokrates, der eben ein paar Jahre älter war. Und das weiß ich nicht, woran man das deutlich machen kann. Vielleicht kann man es deutlich machen an der unserer historischen, wie soll man sagen, Scheidegrenze, das ist zum Beispiel zuletzt gewesen, sehr stark 1989, also der Zusammenbruch des Sowjetsystems. Da macht es halt doch einen Unterschied, wie man vielleicht nachvollziehen kann, ob man zum Beispiel 1983 geboren ist oder ob man 1989 geboren ist, was ja auch nur 6 Jahre Unterschied ist. Aber es macht einen großen Unterschied für Menschen in dieser, weil dort halt etwas sehr Entscheidendes sich verändert hat. Und wenn man ein paar Jahre jünger ist, hat man noch ein paar Erfahrungen mitgenommen, die auch ein Mensch, der auch nur ein paar Jahre später geboren ist, nicht mehr mitgenommen hat. Und das verändert tatsächlich wahnsinnig viel. Oder man kann auch spekulieren, ob jetzt die Covid-Krise oder die Finanzkrise solche einschneidenden Erlebnisse sind. Ich habe das Gefühl eher nicht, ja, also nicht im gleichen Ausmaß. Ich glaube auch, dass keins der genannten Ereignisse, also weder sowas wie die Finanzkrise, die wir vor kurzem hatten, die Covid-Krise, noch der Zusammenbruch des Sowjetsystems, noch vielleicht auch sowas wie, was weiß ich, 9-11, manche glauben auch ja, dass das ganz entscheidend war, 2001, dass keines dieser 3 oder 4 Ereignisse ähnlich an das herankommt, was für die antiken Griechen der Peloponnesische Krieg bedeutet. Das war ein absolutes Trauma. Ein Trauma, wie es größer nicht gedacht werden kann. Ein Trauma, das meines Erachtens die europäischen Kulturen und Gesellschaften bis auf den heutigen Tag prägt, und zwar ganz entscheidend prägt.
Und das vermittelt über den europäischen Kolonialismus mittlerweile den ganzen Erdball prägt. Das heißt, aus meiner Sicht ist die Menschheit traumatisiert vom Peloponnesischen Krieg bis auf den heutigen Tag. Das ist natürlich eine gewagte These, aber das ist halt, wie die Weltgeschichte meinem entzündeten Auge erscheint, als jemand, der halt vielleicht ein bisschen zu tief ins Philosophieglas geguckt hat, der vielleicht der Philosophie auch viel zu viel zutraut, der eben vielleicht zu sehr glaubt, dass Platon und Aristoteles entscheidende Gestalten sind in der Weltgeschichte, die aber eben reagieren auf dieses peloponnesische Trauma in einer prägenden Weise. Und der Redner, der Denker, den wir jetzt als nächstes vorgestellt kriegen, Isokrates, ist eben ein paar Jahre älter und hat deswegen die guten demokratischen Zeiten noch mitbekommen. Und das könnte dafür sorgen, warum er eben in vielen Punkten ganz anders denkt als eben ein Xenophon, dieser eine Sokrates-Schüler, den wir in den letzten Videos besprochen haben, als auch Platon. Und insofern glaube ich, dass tatsächlich dieser Jahresunterschied und seine Korrelation mit wann begann denn der Peloponnesische Krieg und wie verlief der denn am Anfang, tatsächlich entscheidend sind. Also man könnte ein bisschen plakativ oder überspitzt sagen, Platon und Xenophon sind Kinder des Krieges, Kinder des Peloponnesischen Krieges, Isokrates noch nicht und Aischylos zum Beispiel eben noch gar nicht, weil er eher die sehr, sehr positive Entwicklung mit den kleisthenischen Reformen mitgenommen hat. Also da hat sich sehr viel zum Guten gewendet, bevor es sich dann mit dem Peloponnesischen Krieg negativ entwickelt hat und eben auch zum Bedeutungsverlust der Demokratie geführt hat und meines Erachtens auch dazu, dass man ca. 2200 Jahre lang danach nie wieder ernsthaft versucht hat, zu demokratisieren. Also sozusagen 2200 Jahre lang waren die Demokratisierungsbemühungen in unserer Gesellschaft stillgestellt, weil dieses Trauma so einschneidend ist. Also sozusagen die Demokratie war verbrannt. Keiner hat mehr gedacht, dass Demokratie eine gute Idee ist, weil sie eben zu sowas Katastrophalem wie dem Peloponnesischen Krieg geführt hat. Die war sozusagen durch die historischen Ereignisse diskreditiert. Das halte ich für historische Fakten. Also für, man könnte sagen, psychologisch, psychohistorische Fakten. Es gibt eben Traumata, historische Traumata, die sind so gewaltig, dass sie weite, weite Wellen schlagen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Und ich halte das den Peloponnesischen Krieg für so ein Ereignis, ein prägendes Ereignis. Das eben gerade vermittelt über diese sehr prägende Hochkultur, die es in der Demokratie gab, eben solche Wirkungen entfalten konnte. Also auch die ganze Philosophie, die ganze Kunst, die ganze Architektur und was wir noch alles haben, die Dramatik, hat sich ja entwickelt aus einem demokratischen Kontext. Also diese athenische Hochkultur ist aus der Demokratie hervorgegangen. Nachdem sie aber dann einmal da war und aus der demokratischen Hochkultur hervorgegangen war, hat sie sich sozusagen ein Stück weit von ihr abgelöst und auch über sie hinaus Bestand gehabt. Also als Athen längst nicht mehr politisch so bedeutungsvoll war und auch als Athen längst keine Demokratie mehr war, das kam dann noch wesentlich später, hatte die Kultur, die freigesetzt worden war durch diese Demokratie, durch die kleisthenischen Reformen, immer noch prägende Kraft, also auf die Römer, auf die ganze hellenistische Welt und dann vermittelt über all das eben auch auf die gesamte europäische Kultur. Und darüber hat sich eben auch dieses Trauma fortgesetzt bis auf den heutigen Tag. So sehe ich es zumindest. So, und jetzt kommen wir zu Isokrates. Ich werde es eher kurz machen nach dieser langen Vorrede. Also ich werde jetzt nur den Einstieg machen. Das sind mehrere Kapitel. Es werden also mehrere Videos werden, in denen ich das wiedergebe, was eben Alfons Reckermann in diesem Buch über Isokrates zu sagen hat und über seinen Beitrag zu dem, was er die rhetorisch fundierte Polisethik nennt. Reckermann schreibt unter der Überschrift Isokrates und sein Konzept politischer Rhetorik. Isokrates hat als Schüler des Gorgias den Begriff der Sprache als sozialer Gestaltungskraft im Rückgriff auf sophistische Theorie der Kulturentstehung begründet und auf die Geschichte griechischer, insbesondere athenischer Politik bezogen. Also Isokrates war, könnte man sagen, ein athenischer Patriot, wie wir das ähnlich im letzten Video auch bei Xenophon gesehen haben, den ich in diesem Zusammenhang als Faschisten beschimpft habe. Wer sich das nochmal anschauen will und antun will, das tue ich aus Gründen und ich denke, ich habe gute Gründe dafür. Ob ich den gleichen Vorwurf geneigt bin, auch Isokrates zu machen, werde ich jetzt live sehen oder ob ich dort milder gestimmt bin. Zu Gorgias, das hier findet man im Buch ein paar Kapitel früher oder wenn man diese Videoreihe verfolgt, ein paar Videos früher. Gorgias wurde bereits relativ ausführlich behandelt und Isokrates wird eben jetzt als Schüler des Gorgias vorgestellt. Ich schaue mir die Fußnote dazu an, das ist die Fußnote Nummer 115. Also es ist ein Buch mit wissenschaftlichem Anspruch, mit philosophisch-wissenschaftlichem Anspruch, deswegen voller Fußnoten. Er bezieht sich hier auf Quintilian und auf Plutarch. Ja, die bezeugen das oder geben an oder behaupten, dass Isokrates ein Gorgias-Schüler war. Man muss da auch mit den antiken Angaben sehr vorsichtig sein, weil das ist alles sehr strittig. Also wenn man mit Gräzisten spricht oder mit Altphilologen, mit
mit Althistorikern, dass eben auch was in der Antike schon erzählt wurde übereinander, ist nicht immer glaubwürdig. Es gab also auch dort Politik und tendenziöse Darstellungen, oft sogar wahnsinnig tendenziöse Darstellungen, also von interessierter Seite, die bestimmte Personen mit bestimmten Ereignissen oder bestimmte Personen mit bestimmten Personen in Verbindung gebracht haben. Auch Schriften, die verschiedenen Leuten zugeschrieben wurden, die aber, wo die Forschung heute denkt, mindestens nicht sicher, wahrscheinlich sogar gar nicht dieser Person zuzuschreiben sind. Also die Quellenlage ist sehr diffus in vielen Fällen und deswegen ist sehr viel, was die Antike angeht, nach wie vor Spekulation und wird sich wahrscheinlich auch nie ganz aus diesem Raum der Spekulation entfernen können. Also es gibt Dinge, die sind plausibler als andere, aber wirklich wissen tun wir ganz wenig. So zumindest ist es bei mir angekommen als Laie. Ich bin in diesen Gebieten, muss man auch mal dazu sagen, ein interessierter Laie, nicht mehr. Ja, also ich bin ein, ja, also ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es interessiert mich halt sehr, aber ich habe keinen wissenschaftlichen Anspruch und in vielen Dingen bin ich wirklich unwissend und ungebildet und verbreite hier gefährliches Halbwissen. Das sollte man sich immer bewusst sein, wenn man meine komischen Videos anschaut, dass es da bessere Quellen gibt und informiertere Leute, die darüber besser reden können und genauer sagen können, wie es war als ich. Ich bin halt jemand, der das Ganze liest aus der Perspektive eines politischen Aktivisten, der die Demokratie in der heutigen Zeit mit heutigen Mitteln wiederbeleben will, der sich Gedanken macht darüber, wie kann unsere heutige Gesellschaft demokratischer werden, als sie bereits ist, wie können wir unsere heutigen Institutionen weiterentwickeln, wie können wir uns immer weitergehend demokratisieren, weil ich das eben für erstrebenswert halte. Das ist meine Perspektive. Und aus dieser Perspektive lese ich auch dieses ganze Buch. Weil die Sprache den Unterschied zwischen dem animalischen und menschlichen Leben ausmacht, das haben wir auch in früheren Videos gesehen, das halte ich für schwer fragwürdig, diese Behauptung, aber eben lange Zeit hat man so gedacht und so geredet. Wir nehmen das jetzt mal hin, es ist nur zwanghaft bei mir, dass ich dem widersprechen muss, weil es mir wichtig ist. Also, weil die Sprache den Unterschied zwischen dem animalischen und menschlichen Leben ausmacht, wird die Art, in der sie soziale Verhältnisse herstellt, zur normativen Vorgabe für eine politische Ordnung, die der menschlichen Natur gerecht wird. Also wir haben hier etwas, was man vielleicht mal genannt hat früher, den naturalistischen Fehlschluss, ein Schluss vom Sein auf Sollen. Hier wird die Sprache nicht nur als faktisch ein Faktum betrachtet, also nach der Devise, Menschen haben halt Sprache, benutzen halt Sprache, sondern es wird so gesehen, weil das Ziel ist, und das ist eine Voraussetzung dieser rhetorisch fundierten Polisethik, die hochproblematisch ist aus heutiger Sicht, weil das Ziel von der Dianzen ist, sich vom Tierischen zu entfernen, ist das Merkmal, was nach Ansicht dieser Theorie den Menschen von der Tierwelt unterscheidet, nämlich die Sprachfähigkeit, gleichzeitig kann zu einem normativen Kriterium werden, also nicht zu einem rein deskriptiven, nicht zu einer rein nüchternen Feststellung, zu einer Vorgabe, wie es sein sollte. Und das ist natürlich eine ganz bestimmte Form eines Schlusses vom Sein auf das Sollen. Ich habe mit solchen sogenannten naturalistischen Fehlschlüssen deutlich weniger Probleme als viele andere Leute, die eine philosophische Bildung genossen haben. Ich halte das für viel weniger problematisch. Was ich für viel problematischer halte, ist, dass dieses Faktum nicht stimmt. Also sozusagen, es ist faktisch falsch, es ist nicht moralisch falsch. Und ich bin also jemand, der auch ein bekennender Biologist ist. Ich mache das also selber die ganze Zeit, dass ich vom Sein auf Sollen schließe. Oder zumindest vom Sein auf Möglichkeiten schließe, wie wir sie in der Naturbetrachtung, auch in der naturwissenschaftlichen Betrachtung unserer selbst erkennen können. Also wenn wir uns betrachten als Naturphänomene, wenn wir betrachten die Natur, die wir selber sind, zeigen sich sehr interessante Dinge, die uns Hinweise darauf geben, wie wir uns selbst weiterentwickeln können in einer sehr realistischen, sehr handfesten Weise. Und das ist also ein ähnlicher, also man könnte mir die ganze Zeit mittlerweile den Vorwurf machen eines naturalistischen Fehlschlusses, deswegen stört mich das auch nicht, weil ich ihn ja selber mache, aber es stört mich, dass hier der Mensch falsch gesehen wird und zwar faktisch falsch mit Blick auf das, was wir heute wissen über den Menschen, was wir auch wissen mittlerweile über unsere nächsten Verwandten im Tierreich, also Schimpansen und Bonobos, mit Blick auf das, was wir mittlerweile wissen über die Tierwelt insgesamt und vor allem über Tiere, die in Gruppen zusammenleben, also sogenannte soziale Tiere, mit Blick auf all das, können wir das heute nicht mehr so mitgehen und so sagen. Und insofern ist auch dieses ganze Konzept, die rhetorisch fundierte Polisethik, von ihren Voraussetzungen her heute falsifiziert und erledigt. Also es ist eine überlebte Position, die man auch nicht revitalisieren kann, die man nicht wiederbeleben kann, weil dafür wissen wir einfach zu viel mittlerweile über unsere Biologie. Also es ist sozusagen wirklich unser biologisches, psychologisches, hartes naturwissenschaftliches Wissen über uns selber, das uns verbietet, hier anzuschließen. Obwohl gleichzeitig, und das ist gleichzeitig wahr,
diese Position der rhetorisch fundierten Polisethik heute immer noch ein sehr lebendiges Leben hat. Also obwohl sie eine Schattentradition ist im Abendland, die unter der Hand tradiert wurde, unterhalb der philosophischen Oberfläche, also die Haupttradition, die Hauptlinie war immer Platon, Aristoteles und die philosophische Tradition, die sich dann fortgesetzt hat über viele, viele Zwischenschritte, unter anderem dann in der Neuzeit Bacon, Descartes, Hobbes, später dann im sogenannten deutschen Idealismus durch auch so Gestalten wie eben, oder auch durch die französische Aufklärung und dann später durch den deutschen Idealismus, durch Kant, Fichte, Hegel und wie sie alle heißen. Das ist also so eine Linie, die sich so zieht. Das war die Haupttradition und die Schattentradition war diese rhetorisch fundierte Polisethik, die wurde auch tradiert. Zum Beispiel in der Renaissance hat sie eine gewisse Wiederbelebung erfahren in verschiedenen Gestalten und Figuren. Und heute kann man einen Großteil der Öffentlichkeit eigentlich von ähnlichen Voraussetzungen ausgehen sehen, wie sie eben auch diese Figur, die hier vorgestellt wird, also zum Beispiel bei Isokrates, hat. Also da gibt es eine Gemeinsamkeit, es ist ein Denken, das ist heute sehr weit verbreitet, aber es ist falsch. Es ist ein falsches Denken tatsächlich. Und es ist deswegen falsch, weil wir es eigentlich aus unserer eigenen psychologischen Forschung und biologischen Forschung mittlerweile besser wissen. Aber dieses bessere Wissen, das es bereits in unseren Wissenschaften gibt, hat sich noch nicht hinreichend ausgebreitet oder ausbreiten können. Es gibt also große Hindernisse dagegen, große Hürden, große auch Denkblockaden, die das verhindern, dass wir überhaupt realisieren, wer wir eigentlich sind, was wir eigentlich biologischerseits, psychologischerseits mittlerweile als gesichertes Wissen über uns selber haben. Und dieses Wissen breitet sich nicht aus. Unter anderem breitet es sich deswegen nicht aus, weil sozusagen die Voraussetzungen des verbreiteteren Denkens, also A, der Philosophie und B, des rhetorischen Denkens, wie es durch Isokrates vorgestellt wird, dagegen steht. Also sozusagen, man könnte sagen, Darwin und die Folgen haben die Voraussetzungen angegriffen dieses Denkens, also sowohl des philosophischen Denkens als auch zum Beispiel des isokratischen Denkens. Und da wir aber an diesen Voraussetzungen sehr, sehr, sehr hängen, also zum Beispiel wenig Menschen würden heute sagen, ja, wir sind Tiere. Ja, da haben viele Menschen noch Probleme mit. Oder zu sagen, wir sind eigentlich ziemlich ähnlich wie Schimpansen und Bonobos, uns unterscheidet gar nicht so wahnsinnig viel von denen. Oder wir sehen auch bei Tieren unglaublich prosoziale Anlagen. Das vielleicht sagen mittlerweile mehr Menschen. Aber mit der Aussage, Menschen sind Tiere, Menschen sind einfach auch nur Affen, halt sehr spezielle Affen, aber sie sind Affen, sie sind Menschenaffen, sie sind näher verwandt mit Schimpansen und Bonobos, als alle drei Arten zum Beispiel mit Gorillas oder Orang-Utans verwandt sind. Damit haben große Menschen noch Probleme. Vor allem daraus ethisch-politische Konsequenzen zu ziehen, wie sie eigentlich nahelegt werden. Und der Grund dafür, warum wir damit so große Probleme haben, ist, dass wir eine lange, lange Tradition haben, zumindest in Europa, die es verhindert, dass wir so denken können. Weil es immer sehr, sehr wichtig war, sowohl für diese rhetorische Tradition als auch für die offizielle philosophische Tradition, also Platon, Aristoteles und die Folgen, immer zu denken, der Mensch ist kein Tier, der Mensch ist kein Tier, der Mensch ist kein Tier, der Mensch muss weg vom Tierischen, der Mensch muss weg vom Tierischen. Nur, dass die rhetorische Tradition das anders denkt als die philosophische Tradition. Aber in ihrem Streben, den Menschen wegzubewegen vom Tierischen, waren sich beide Traditionen einig und das hat eben Europa fundamental geprägt und sorgt bis auf den heutigen Tag dafür, dass die europäische Denktradition und auch die europäischen Institutionen so wahnsinnig gewalttätig sind. Also wir leben in einer unglaublich gewalttätigen Gesellschaft. Der Grund dafür ist unsere Denktradition. Das ist halt vielen Leuten nicht bewusst, die sich halt mit diesem Denken nie bewusst auseinandersetzen. Das ist ein Job für Philosophen. Zufällig bin ich einer. Ich habe das Zeug halt studiert und sehe das überdeutlich vor Augen. Dass also sozusagen ein großer Teil unserer heutigen Gewalttätigkeit, sowohl unserer privaten Gewalttätigkeit als auch unserer institutionellen, systemischen, strukturellen Gewalttätigkeit aus unseren Denkvoraussetzungen kommt, wie wir den Menschen denken, wie wir ihn immer gedacht haben, über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg und dass dieses Denken, wie wir heute wissen, falsch war. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir an dieses Denken anschließen. Wir tun uns selber Gewalt an, wenn wir das tun und das müssen wir heute nicht, weil wir wissen es heute tatsächlich besser. Woran wir anschließen sollten, ist tatsächlich eher unsere psychologische Forschung, die wir heute haben und unsere biologisch-anthropologische Forschung, die wir heute haben und auch das, was uns zum Beispiel Primatologen erzählen. Da gibt es unglaublich spannende Leute heutzutage, die also vorwiegend dann zum Beispiel sowas erforschen wie eben Schimpansengruppen, Bonobo-Gruppen, wie verhalten die sich, warum verhalten die sich so. Und da gibt es sehr, sehr interessantes Wissen, was uns sehr zu denken geben kann dazu, wie wir heute unsere Gesellschaften organisieren und was uns Menschen gut tut, was für uns natürlich ist, was sich für uns gut anfühlt, wie wir gut miteinander umgehen können. Das lernen wir heute ganz sicher nicht mehr von der Philosophie und das lernen wir auch ganz sicher nicht von dieser rhetorischen Tradition, die dieses Buch hier vorstellt, sondern das lernen wir eher aus ganz anderen Quellen, die eher viel, viel neueren Datums sind, also wir könnten auch sagen, viel, viel moderner sind. Exkurs Ende.
Der Blick des Isokrates auf griechisch-athenische Geschichte ist nicht der eines Historikers, sondern eben tendenziös, sondern der eines Diagnostikers und Kritikers der Politik seiner Zeit. Und da deutet sich schon die Krise der Polis an. Kritik gibt es nur, wenn es eine Krise gibt. Und Philosophen treten in der Regel auf den Plan, wenn es politische Krisen gibt. Das motiviert Philosophen ganz ungemein. Also wenn die Zahl der Philosophen zunimmt, weiß man, die Gesellschaft ist in einer Krise. Die Zahl der Propheten, die Zahl der Demagogen, die Zahl der Populisten, die Zahl der Volkstribunen, aber eben auch die Zahl der Philosophen. Wenn die zunimmt in der Gesellschaft, wenn man mehr auf Philosophen hört, dann weiß man, diese Gesellschaft ist eigentlich in einer Krise und bräuchte dringend Reformen. Institutionelle Reformen, in der Regel Verfassungsreformen. Also das vermehrte Auftreten von Philosophen und das vermehrte steigende Interesse an Philosophie ist ein Krisenphänomen, ein Symptom für eine tiefer liegende Krise. Philosophie kann diese Krise selber nie, nie, nie lösen. Sie ist nur ein Symptom. Viele Menschen glauben aber, dass Philosophie sowas kann, aber wir wissen das heute eigentlich besser, wiederum aus anderen Quellen. Aus anderen Quellen, also Philosophen werden einem immer erzählen, Philosophie ist wahnsinnig wichtig, aber das tun sie halt, weil sie Philosophen sind. Das ist ja klar, ne? Also auch Populisten sagen ja nicht, ich bin ein Populist, sondern Populisten sagen, ich habe wichtige Dinge zu sagen, ich meine es besser für euch, mit euch als das Establishment. Also die Leute sagen ja nie das, was diese Wirklichkeit sind, ja. Und auch mir würde ich mitnichten vertrauen. Also ich bin nicht ein vertrauenswürdiger Mensch aus meiner eigenen Sicht. Es gibt gute Gründe, mir aus einer ganzen Reihe Zahl von Gründen zu misstrauen und sehr, sehr viele Dinge, die ich erzähle, wirklich in Frage zu stellen, zu bezweifeln oder anders zu denken, als ich es hier tue. Ich denke halt so, wie ich denke, aus bestimmten Gründen. Wenn man diese Gründe nicht teilt, fair enough, dann denkt man eben anders. Damit kann ich sehr gut leben. Wenn sie erneut vom Machtfaktor Überzeugungskraft geprägt werden soll, diese Politik seiner Zeit, also von Isokrates Zeit, muss in seiner Sicht vor allem die Verfassung Athens von einer radikalen wieder auf eine aristokratische Demokratie umgestellt werden. Also auch Isokrates ist ein Antidemokrat. Das müssen wir vielleicht kurz was zu sagen, weil das jetzt immer wieder auftaucht im Text, radikale Demokratie. Das ist so ein leidiges Thema. Es gibt keine radikale Demokratie. Wer von radikaler Demokratie spricht, hat sich immer schon geoutet als ein Antidemokrat. Der ist kein Demokrat, weil Demokraten können sehen, weil sie mehr Klarheit haben als ihre Gegner darüber, was Demokratie ist. Weil, ganz hart gesagt, wer versteht, was Demokratie ist, ist kein Antidemokrat. Ja, das ist, also schließt sich aus. Wer verstanden hat, was Demokratie eigentlich ist, ist ein Fan der Demokratie ganz automatisch. Es gibt keine Feinde der Demokratie. Es gibt nur Menschen, die noch nicht wirklich verstanden haben, was Demokratie eigentlich ist. Wenn es also diese Klage kommt, die Demokratie sei zu radikal, der hat nicht verstanden, dass Demokratie in sich selbst auf eine ganz merkwürdige Weise radikal ist, die aber nicht schlimm ist. Sie geht bis zu den Wurzeln der Probleme. Das bedeutet ja Radix. Radix ist die Wurzel. Radikal heißt zu den Wurzeln gehen, zu den Ursachen gehen. Demokratie behebt eine ganz bestimmte Wurzel, nämlich die beständige Gefahr des Entstehens einer Stasis, eines Bürgerkriegs, oder der Tyrannis, einer Diktatur. Und das beseitigt sie, die Ursachen für das Entstehen von Bürgerkrieg, die Ursachen für das Entstehen von Diktatur, beseitigt Demokratie zuverlässig und deswegen ist Demokratie immer radikal und das kann gar kein Vorwurf sein an die Demokratie. Was ein Vorwurf sein kann, ist, dass die Demokratie nicht vollständig genug ist und deswegen sowas entsteht wie Bürgerkrieg oder Diktatur. Das heißt, wenn noch sowas entsteht wie Bürgerkriegstendenzen und Streit zwischen den Bürgern und Unfriede in der Polis oder eben aus diesem Unfriede heraus Diktaturneigungen, diese Rufe nach dem starken Mann, der starken Frau, die die Probleme lösen soll, stellvertretend für uns, der liebevolle Papa oder der liebevolle Mama, aber im Politischen, wenn diese Rufe kommen, dann weiß man immer, diese Demokratie ist nicht weit genug gegangen. Sie ist noch nicht vollständig genug, weil in vollständig institutionalisierten Demokratien passiert so etwas nicht mehr. Und insofern kann der Vorwurf nie sein, dass Demokratie zu radikal ist. Der einzig sinnvolle Vorwurf ist, dass Demokratie noch nicht radikal genug ist, dass sie noch nicht vollständig genug sich institutionalisiert und verwirklicht hat. Also dass die Verfassung vielleicht so ein bisschen angedemokratisiert ist, aber noch nicht vollständig demokratisch. Weil nur das setzt Bürgerkriegstendenzen frei. Und nur das setzt Diktaturtendenzen frei. Und wir können also an diesen wenigen Worten bereits ablesen, wenn das stimmt, was Reckermann uns hier über Isokrates erzählt, dass die politische Analyse des Isokrates falsch war. Das wissen wir bereits jetzt, wenn wir aufgeklärt sind. Dann wissen wir das, dass hier uns jetzt eine falsche, tatsächlich analytisch, faktisch falsche Analyse uns vorgestellt wird. Dass jemand hier von falschen Voraussetzungen ausgeht. Und nicht wirklich versteht, was Demokratie ist, obwohl er in einer groß geworden ist. Das ist das Faszinierende, dass es möglich war. Dass die Leute diese Klarheit, die wir noch bei Kleisthenes finden, also circa 100 Jahre früher, also wie gesagt, Isokrates geboren, schau nochmal nach,
436 vor Christus, dann wahrscheinlich tätig geworden. Hier heißt es zum Beispiel 390 vor Christus eröffnete er in Athen eine Schule für Redner. Die kleisthenischen Reformen waren halt um 508, 507 vor Christus, also circa 70 Jahre bevor Isokrates geboren wurde und 110 Jahre bevor er seine Rhetorikschule eröffnete. Also nach circa 100 Jahren war diese Klarheit verloren gegangen, die man aber eigentlich mal hatte. Und das ist sehr bemerkenswert, dass sie verloren gehen konnte, dass man also den Sinn von Demokratie in einer Demokratie verlieren konnte. Das könnte uns auch heute wieder sehr zu denken geben. Was braucht es denn, damit, dass diese Klarheit erhalten bleibt, dass sie nicht immer wieder neu verloren geht, dass die Leute nicht vergessen, warum machen wir das Ganze eigentlich? Warum haben wir denn diese Institutionen? Was ist denn der Sinn dieser Institutionen? Das ist eine wichtige Frage, wenn man wirklich Demokrat ist und wenn eine Demokratie sehr lebendig und aus Gründen sehr lebendig interessiert. Weil man nicht in einer Diktatur, nicht in einem Bürgerkrieg gern leben will. Weil man weiß, wie furchtbar beides ist. So. Nur sie, also diese aristokratische Demokratie, die sich Isokrates wünscht, kann jedem Bürger ökonomischen Wohlstand auf der Grundlage eigener Arbeit sichern und damit die Voraussetzung dafür schaffen, dass eine Polis innerlich befriedet ist, wirtschaftlich prosperiert und auf diese Grundlage kooperative Außenpolitik betreibt. Und wie gesagt, ich glaube, Isokrates liegt hier fundamental falsch. Im Rahmen seiner Überlegungen zur Interdependenz zwischen Verfassungs- und Außenpolitik, eine wichtige, tatsächlich wichtige Frage, auch für mich, entwirft Isokrates einen Begriff des politischen Handelns als situationsgerechter Verbindung von gesetzgeberischer und kriegerischer Kunst. Hier gehe ich nicht mit. Ich halte den Weltfrieden sowohl für notwendig als auch für erreichbar, der wegen seiner Verbindung von normativen und pragmatischen Überlegungen aufgrund seines Verständnisses für die Eigendynamik machtpolitischer Prozesse auch in systematischer Hinsicht Beachtung verdient. Und dazu sind mehrere Dinge zu sagen. Natürlich ist mein historisches Urteil ungerecht, weil es von einer viel späteren Zeit von ganz anderen Voraussetzungen getragen ist. Wir leben heute in einer anderen Welt, als es Isokrates tat. Wir haben heute auch andere Möglichkeiten, die die griechische Welt niemals hatte. Und deswegen ist es also wirklich wohlfeile Arroganz, wenn man also den Isokrates jetzt mit einem historischen Abstand von 2400 Jahren circa verurteilt. Das macht, ist also, wie soll man sagen, wo ist da der Sinn? Aber indem diese Position auch heute noch lebendig ist, ist es teilweise notwendig, das zu tun. Also zu verstehen, was ist denn der Unterschied und warum ist es nicht gut, Isokrates zu folgen, weil dieses Leben leider immer noch ein Zombie, dieses Denken immer noch ein Zombie-Dasein in unserer Gesellschaft führt. Es ist immer noch lebendig, obwohl es längst tot sein sollte. Und deswegen ist es notwendig, Isokrates zu verurteilen, auch wenn er das damals nicht anders denken konnte. Aber wir können es heute anders denken und wir sollten es heute anders denken, aus Gründen. Wenn hier gesprochen wird von einem Verständnis für die Eigendynamik machtpolitischer Prozesse, mache ich nochmal hier ein bisschen Selbstüberhöhung. Ich bin extrem klug, was machtdynamische Prozesse angeht, bin ich immer schon gewesen. Warum? Weil ich sehr krassen machtdynamischen Prozessen in meiner Kindheit ausgesetzt war. Das hat mich extrem klug und sensibel dafür gemacht. Also wenn ich was verstehe, ist es Machtdynamik. Ja. Dafür bin ich ein Spezialist, dafür bin ich ein lebenslanger Experte. Ich erkenne Machtdynamiken immer sofort. Sehr viel klarer, auch als viele, viele andere Menschen. Ich weiß, was Macht ist. Ich weiß, wie sie sich auswirkt. Ich weiß, wie sie sich entfaltet. Davon habe ich Ahnung und ich würde sogar behaupten, wenn ich das hier richtig sehe, ich habe davon mehr Ahnung als ein Isokrates, der das hatte, der also das verlangt hat. Also ein Verständnis für Machtdynamik. Ich bin nicht naiver als Isokrates. Ich bin aus meiner Sicht wesentlich klüger als Isokrates, was Machtdynamiken angeht. Das ist meine ehrliche, offene Meinung und es macht für mich wenig Sinn, damit hinter dem Berg zu halten. Also sozusagen hinsichtlich Isokrates eigenem Kriterium dafür, was es braucht, bin ich auf meiner Sicht auf einer höheren Wissensebene angesiedelt und weiß deutlich mehr darüber, als Isokrates das in seiner Zeit überhaupt wissen konnte. Also sozusagen, Isokrates könnte von mir extrem viel lernen. Das ist meine ehrliche Meinung. Das Isokrates-Kapitel des vorliegenden Buches beginnt mit einer Darstellung der Grundzüge seiner rhetorisch fundierten Polisethik. Er entwickelt sie im Rahmen einer Theorie der Kulturentstehung, die Athen als den singulären Ort beschreibt, an dem die tierische Daseinsform erstmals überwunden und zu einem spezifisch menschlichen Leben umgestaltet worden ist. Also er überhöht die Polis Athen ganz gewaltig. Also es ist eine Lobrede, eine sehr patriotistische Lobrede auf die sozusagen athenische Besonderheit, wie wir es heute vielleicht teilweise in Amerika erleben. Ne? Also sozusagen dieses Verständnis der USA als einen ganz, ganz besonderen Raum, wo ganz, ganz besondere Dinge möglich sind, wie sie nirgendwo sonst auf dem Planeten möglich sind, weil die Amerikaner sowas ganz, ganz Besonderes sind. Ähnlich wird hier von Athen geredet, von Isokrates. Und das natürlich ist für jemanden, der eher eine humanistische Perspektive hat oder eine anthropologische Perspektive, der auch eher biologisch darauf schaut,
der kann da nur müde lächeln. Ja, das Genom der Menschen ist so ähnlich, dass alle Unterschiede, die zwischen uns bestehen, halt aufgepropft sind aufgrund einer Kulturentwicklung, die von vielen Zufälligkeiten bestimmt sind, aber drunter ist halt immer die gleiche Hardware. Also sozusagen, keine Ahnung, wie komischen Deutschen oder meine komischen kurdischen Verwandten und meine komischen serbischen Verwandten und Menschen, die aus den unglaublich vielschichtigen Völkerschaften Chinas, das ist ja überhaupt nicht so homogen, stammen, haben die gleiche DNA. Ja, die Unterschiede sind so minimal, was uns die Biologie sagt zwischen uns, dass es also ein bisschen lächerlich ist, zu glauben, es gebe da so einen Exzeptionalismus. Den gibt es ja schon teilweise in der Tierwelt nicht. Also viele Dinge, wo wir immer geglaubt haben, da ist der Mensch ganz besonders, sind mittlerweile Tierforscher, Zoologen hingegangen und haben dann das auch bei Tieren gefunden, wo wir immer dachten, ja, das gibt es aber wirklich nur bei Menschen. Wenn das schon zwischen Mensch und Tier so ist, um so viel weniger ist es regulär, solche große Unterschiede in den Menschen hineinzudenken. Die Hardware des Menschen ist unglaublich stabil. Wir haben uns auch nicht groß genetisch weiterentwickelt, soweit wir wissen, seit den antiken Griechen. Es gab Veränderungen, aber nicht so gewaltige Veränderungen. Sie sind minimal. Deswegen können wir überhaupt auch die antiken Griechen verstehen und ihre Probleme verstehen, weil sie nicht so wahnsinnig unähnlich zu uns selber. Hätten wir uns also zu einer ganz, ganz anderen Spezies weiterentwickelt, hätten wir möglicherweise sogar Probleme zu verstehen, was damals los war. Aber Kraft der gleichen Hardware, Kraft der gleichen Biologie, ist es für uns absolut möglich zu verstehen, was damals im antiken Griechenland los war. Weil wir einfach sehr ähnlich sind auf der Basis von Ähnlichkeit. Und ähnlich ist es halt so, alle heute lebenden Menschen haben eine sehr ähnliche Hardware. Die Unterschiede im Genom sind, wenn ich noch richtig im Kopf habe, bei 0,01%, also 99,9% des menschlichen Genoms sind identisch bei allen Menschen. Ja, okay, wovon reden wir da? Ja, wollen wir wirklich uns erzählen, dass diese 0,01% so einen gewaltigen Unterschied machen? Ja, wollen wir das? Und dann ist auch noch, was heutige genetische Statistiker uns sagen, haben sich diese Gene in einer wilden Party, die vor der in der Prähistorie abgespielt hat, also bevor wir Aufzeichnungen haben, bevor wir Geschichtsschreibungen im engeren Sinn haben, gab es dort solche Völkerzüge bereits, dass es zu einer großen, großen Vermischung kommt, was dazu führen kann, dass irgendein Mensch, der in einem fernen, fernen Ort der Welt ist, Gene hat, die wir auch haben, wo wir denken, das hat nur unser nächster Nachbar, der aber vielleicht genetisch zu uns unähnlicher ist als irgendein Aborigine. Das ist tatsächlich möglich, ja, sagen uns genetische Statistiker. Das ist möglich, seitdem Genanalyse bei Menschen billiger geworden ist. Das ist eine reine ökonomische Geschichte gewesen. Technisch ist es schon länger möglich, man musste aber lange warten, bis die Verfahren praktisch in breiter Flur ausgerollt werden konnten. Das Forschung ist halt immer auch eine Kostenfrage, ist immer auch eine ökonomische Frage. Wenn Forschung sehr teuer ist, limitiert das die Forschung. Aber seit diese Genanalyse relativ billig ist und nicht mehr so kostspielig ist, nicht mehr so aufwendig ist, hat man also sehr viel Daten. Und seit man Einblick in diese Daten hat, sieht man, wie verwandt wir alle sind auf dem Planeten. Weil es eben immer Völkerwanderungen gab, die ganze Zeit über und vor allem auch in der Prähistorie schon. Also das heißt, wir sind längst vermischt. Wer zum Beispiel heute an sowas glaubt wie genetische Reinheit oder gar Rassereinheit, da sagen uns genetische Statistiker, es ist zu spät. Da hätte man vor ein paar hunderttausend Jahren drüber reden können, vielleicht, wenn das überhaupt Sinn gemacht hätte. Heute macht es absolut überhaupt keinen Sinn. Wir sind tatsächlich das, was wir manchmal sagen, die eine große Menschheitsfamilie, und das sind wir vor allem in genetischer Hinsicht. Das ist einer der vielen, vielen Gründe, warum heute aus der Biologie sehr, sehr gute Impulse kommen, ganz anders als zur Mitte des 19. Jahrhunderts, wo dann die Darwin-Theorie zu einem ganz furchtbaren Sozialdarwinismus geführt hat, der dann solche Dinge freigesetzt hat wie Nationalsozialismus, Faschismus, Stalinismus und andere Dinge, die also völlig missverstanden haben, was los ist, weil man auch einfach damals noch zu wenig wusste. Heute wissen wir es aber besser. Heute wissen wir, dass wir eine große Menschheitsfamilie sind, und das gilt vor allem auch in genetischer Hinsicht. Ja. Und insofern ist diese Überhöhung, die immer wieder passiert, ja, die Besonderheit von diesem und jenem auf so einer komischen Blutlogik aufbauend, völlig idiotisch. Ja, also unaufgeklärt, biologisch unaufgeklärt. Die Leute haben keine Ahnung, wovon sie reden. Sie haben die neuere Forschung nicht wahrgenommen. Sie wissen nichts, was da los ist und was da rausgefunden wurde. Wenn man es ihnen erzählt, bestreiten sie es natürlich immer. Naja, aber mit Wissenschaft kannst du nicht, das macht keinen Sinn. Das sind halt Daten. Daten sind Daten. Du kannst sie ausblenden und ignorieren, du kannst sie interpretieren, aber du kannst nicht sagen, das ist aber anders. Ja, das sind Fakten. Entschuldigung. So. Das Video ufert schon wieder aus. Ich mache mal trotzdem weiter. Es gibt halt viel dazu zu sagen. Das Isokrates-Kapitel leitet jetzt Reckermann weiter ein. Leckermann ist er auch, weil er wirklich toll, ein toller Typ war. Also ich habe ja persönlich bei ihm studieren dürfen, und er ist einfach großartig gewesen. Ein ganz, ganz großartiger Mann nach meinem Urteil.
Das Isokrates-Kapitel des vorliegenden Buches beginnt mit einer Darstellung der Grundzüge einer rhetorisch fundierten Polisethik. Er entwickelt sie im Rahmen einer Theorie der Kulturentstehung, die Athen als den singulären Ort beschreibt, an dem die tierische Daseinsform erstmal überwunden und zu einem spezifisch menschlichen Leben umgestaltet worden ist. Dazu hat auch die Begründung einer politischen Gemeinschaft gehört, die andere zur Nachahmung eingeladen und dadurch den Raum des menschlichen Lebens kontinuierlich erweitert hat. Der zweite Abschnitt thematisiert die Unterscheidung zwischen guter, rechtlich gebundener, auf Überzeugungskraft gegründeter und schlechter, rechtlich ungebundener, gewaltgestützter Politik. Das ist die Grundunterscheidung, mit der Isokrates operiert. Und da spielt halt die Rhetorik, die Gabe der Rede, eine zentrale Rolle. Ich meine, Isokrates war Rhetoriklehrer. Was erwartet man von so jemandem? Sie betrifft die Geschichte Athens insofern, als Isokrates die nach 500 unvermeidlich gewordene Umstellung des Hauptinstrumentes der kriegerischen Kunst vom Hoplitenherz auf Flottenverbände als den Vorgang interpretiert, der in Athen den Machtfaktor Gewalt gegenüber der Überzeugungskraft verstärkt und damit nicht nur eine außenpolitische, sondern auch eine verfassungspolitische Dynamik ausgelöst hat, die schließlich im gesamten Hellenikon gute Politik verhindern musste. Also es ist eine Analyse der gesamtpolitischen Großwetterlage im antiken Griechenland und dabei spielt ein technisches Moment, eine veränderte Form der Kriegsführung, also vorher hatte man diese Hoplitenheere, das war eine sehr aristokratische Form von Kriegsführung, hin zu einer Flottenkriegsführung, also zu eher einer Seekriegsführung, vor allem in Athen, die halt sehr, sehr viel Menschen eingeschlossen hat, was auch die Demokratisierung weiter befördert hat, weil Menschen, die man im Krieg gebraucht hat, weil das sehr viel mehr personalintensiver war, diese Seekriegsführung, man brauchte zum Beispiel Ruderer, das waren aber vor allem Freie, also vor allem Bürger. Es waren keine Sklaven, die da gerudert haben. Weil man die brauchte, hat das die Demokratisierung vorangetrieben. Und daher auch wahrscheinlich der antidemokratische Impuls bei Isokrates, weil er zurück will zu dieser Hoplitenheerführung, die aber aus Gründen sich überlebt hat, weil sie nämlich kriegerisch unterlegen war zu dem, was sozusagen die demokratische Kriegsführung möglich gemacht hat. Das ist vielleicht vergleichbar in der Neuzeit mit der Umstellung in Frankreich von einem Berufsarmee und Söldnerarmee auf eine Bürgerarmee bei Napoleon. Also was Napoleon ja zunächst so wahnsinnig erfolgreich gemacht hat, sodass er halb Europa unterwerfen konnte, war, dass er der Einzige war, der zunächst mit einer Berufsarmee agierte, bis dann zum Beispiel Preußen anfing, das zu kopieren, weil es so erfolgreich war. Ne? Also das ist so vergleichbar mit dieser Entwicklung, auch wenn es im Detail natürlich eine ganz andere Entwicklung ist. Und das hat die Demokratisierung in Athen sehr befördert. Man brauchte die Leute, also musste man nach seinem Verständnis die Leute auch mitreden lassen. Das war so eine Grundlogik, wer im Krieg dabei ist, der muss politisch auch was zu sagen haben. So hat man gedacht, Kriegsführung und politische Mitbestimmung waren eng aneinander gekoppelt im Selbstverständnis dieser sehr maskulinistischen, sehr chauvinistischen Männerkultur, die man da hatte. Also sozusagen die Freien und Gleichen, die Bürger, das waren die kriegsführenden Männer. Ja. Und nachdem die kriegsführenden Männer dann in der Umstellung der Form der Kriegsführung auf Seekriegsführung sehr viel mehr involviert waren und auch also ein ganz anderes Verhältnis entstand im Krieg zwischen adligen und nichtadligen Bürgern, hat das die Demokratisierung Athens extrem gefördert. Für Isokrates ist das aber das der Grund aller Übel. Ne? Also sozusagen, er hat gesagt, dadurch ist Gewalt ins Spiel gekommen. Demokratie ist sehr viel gewalttätiger als das, was wir vorher hatten, das ist diese aristokratische Grundordnung. Und deswegen ist Demokratie für ihn quasi schlecht. Ja, und das ist eine Analyse aufgrund historischer Erfahrungen, weil man das so erlebt hat. Tatsächlich war es so, dass das sich demokratisierende Athen außenpolitisch sehr viel aggressiver war, als es vorher gewesen war, als die noch völlig zerstritten waren, die Adligen untereinander, oder als man sogar eine Tyrannis hatte in Athen unter Peisistratos und seinen Nachfahren. Also das aristokratisch zerstrittene Athen, das wir vor Solon und vor Kleisthenes hatten, als auch das tyrannische Athen, das wir mit Peisistratos und seinen Nachkommen hatten, waren außenpolitisch mitnichten so ambitioniert, aber auch mitnichten so gewalttätig, wie es dann das demokratische Athen wurde. Also kurz gesagt, mit der Demokratisierung Athen ging auch ein gewalttätiger Werden von Athen einher. Das ist auch ein historisches Faktum. Die Frage ist halt nur, welche Schlüsse zieht man daraus? Ne? Und die Isokrates zieht, also man könnte sagen, offen reaktionäre Schlüsse daraus. Er möchte zurück in eine Zeit, die sich aber aus Gründen überlebt hat. Man hat ja die Demokratie nicht aus einem Spleen gegründet oder aus Mindfuck heraus, sondern weil das, wozu Isokrates zurück will, eben die Poliswelt völlig vernichtet hat. Man hatte davor 100 Jahre Bürgerkrieg gehabt. Das scheint aber Isokrates irgendwie vergessen zu haben. Warum Solon und Kleisthenes ihre Reformen gemacht haben, dass das, woher man kommt, noch furchtbarer war vielleicht als der Peloponnesische Krieg. Ja.
unter dem Eindruck des Peloponnesischen Kriegs, unter diesem neuen Trauma, hat sich das aber überlagert und man denkt irgendwie, die alten Zeiten wäre ein goldenes Zeitalter gewesen und es wäre damals besser gewesen. Das ist aber ein historischer Irrtum. Und insofern ist tatsächlich, obwohl Isokrates historisch näher, viel, viel näher dran ist als wir, er hier in einem objektiven historischen Irrtum gefangen, aus meiner Sicht. Weil sonst würde er zu dieser Lösung nicht greifen. Also wenn er das verstanden hätte, müsste er nach vorne denken, in Richtung Zukunft und nicht in die Vergangenheit zurück wollen. Und offensichtlich will er zurück in die Vergangenheit, weil er will zurück zum Hoplitenheer. Ja, was soll man dazu sagen? Reaktionäre halt. Es ist also, es wäre zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Im dritten Abschnitt kündigt jetzt Reckermann weiter an, was wir im Folgenden finden werden. Im dritten Abschnitt geht es in Bezug auf das vierte Jahrhundert um Voraussetzungen für die Wiederbelebung guter Politik. Nach einer Phase partiell glanzvoller, aber langfristig katastrophaler, thalassokratisch-imperialer Gewaltpolitik. Thalassokratisch, Thalasso ist das Meer, also Meeresherrschaft könnte man übersetzen. Also das war eben die Politik Athens. Zunächst eine Dynamik, die eben genau diesen Peloponnesischen Krieg auf den Plan gerufen hat, freigesetzt hat. Genau dieser Peloponnesische Krieg hat dann letztlich die Bedeutung Athens und auch die Bedeutung der Demokratie nachhaltig geschädigt und zerstört. Ja, und das war eben diese Thalassokratie, von der Isokrates hier kritisch redet. Der vierte Abschnitt wirft einen Blick auf griechische Erfahrungen mit kooperativer Politik, während der fünfte und letzte zeigen soll, dass Isokrates die problematischen Voraussetzungen bewusst gewesen sind, unter denen es der politisch verantwortlichen Rhetorik tatsächlich gelingen kann, gute Politik zur Wirkung zu bringen. Da weiß ich jetzt schon, dass ich das anders sehen werde. Ich halte das Potenzial der Rede, der Rhetorik, für extrem begrenzt aus biologisch, anthropologisch, psychologisch aufgeklärter Perspektive. Ich weiß darüber einfach mehr, weil ich mich halt nicht nur mit Philosophie beschäftige oder mit Politikgeschichte, sondern mit noch ein paar anderen Dingen, die eher harte Forschung sind. Also mit dem, was sagen uns Sozialpsychologen, was sagen uns evolutionäre Psychologen, was sagen uns auch Leute, die praktische mit Menschen arbeiten, also die therapeutische Erfahrung haben. Ich nenne die ja immer Psychopraktiker. Was erzählen die uns über den Menschen? Das sind sehr, sehr interessante Sachen, die alle völlig quer zu dieser Theorie liegen. Also man kann die nicht integrieren miteinander. Entweder nimmt man das wahr, dann wird man nicht mehr so denken, oder man denkt so und blendet dieses neuere Wissen aus. Also kurz gesagt, wir wissen heute, dass das falsch ist und dass das Irrtum ist und dass das zu keinen guten Lösungen führen kann. Aus objektiven Gegebenheiten heraus, aus naturalen Gegebenheiten heraus. Deswegen ist es sehr wichtig, sich heutzutage tatsächlich mit der neueren Biologie, mit der neueren Forschung im Bereich biologische Anthropologie und mit der neueren Forschung im Bereich Sozialpsychologie und so weiter zu beschäftigen. Es ist ein Kunstfehler, heute über Politik zu reden und diese Forschung nicht wahrgenommen zu haben, weil man dann nur in die Irre gehen kann und nur alte, überlebte Konzepte revitalisieren will, die uns heute aber mehr schaden als nützen, eigentlich sogar ganz drastisch schaden, weil sie führen immer zu mehr vom Selben, mehr zum Gleichen, mehr von dem, was wir schon haben und was genau die drastischen Probleme erzeugt, unter denen wir heute leiden, warum wir auch heute in einer tiefen, tiefen gesellschaftlich-politischen Krise sind. Dort wird man ohne Bezugnahme auf diese anderen Quellen nicht herauskommen, so zumindest meine Einschätzung. So, damit lasse ich es gut sein. Für jetzt, es wird in folgenden Videos weitergehen mit Isokrates und seinem völlig verfehlten Konzept und ihr werdet weiter sowohl die Wiedergabe dieses Konzeptes von mir hören, beziehungsweise von Reckermann und meine kritischen Einlassungen dazu, warum das alles großer Mist ist. Damit wird es weitergehen. Ceterum censeo, Demokratiam esse, sortiendam.